Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von ARK. Ich habe jetzt mal nachgelesen mit der Terizino-Box. Es steht letzten Endes gar nicht so viel drin. Es steht einfach nur, die Terry-Box, die zieht automatisch aus dem Terizino das Inventar. Und das hat er irgendwie nicht gemacht. Ich heb die mal auf. Muss mal kurz gucken, war da noch irgendwas im Terry drin? Ich glaube, irgendwas war da bestimmt noch drin. Ich hatte, glaube ich, Leder rausgeholt. Lauf, 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 den weiteren Weg. Da, 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 da. Patsch, so. Lass uns mal gucken hier. Genau, Stroh und Keratin. Dann werde ich die Box hier mal irgendwo hinter die Wand setzen. Also wirklich in die Reichweite. Das kann ja so schwer nicht sein. Hallo, darf ich mal lüften hier? Och Mädchen, du siehst immer schäbiger aus. Was ist denn los mit der Truhe? Ich lasse sie jetzt erstmal so. Schrecklich. Also wirklich. Nicht, dass sich hier mein Viva nachher fürchtet. So, das Ding stand hier oben eigentlich schon hervorragend. Ich pack das mal hier ans Ende. Automatically pull resources from Tirisino. Ich meine, mein Englisch ist so schlecht nicht, dass ich das Wort von automatisch herausziehen aus dem Tirisino nicht übersetzen könnte. Und dann würde ich sagen, walte deines Amtes. Ja, sonst hau ich dich. So, lass mal gucken. Ja gut, die Range ist jetzt nicht wirklich groß. Set Range. Show Range. Da sollte jetzt der Terry aber schön mit drin sein, oder nicht? Dann mach mal was. So. Ich könnte die auch hier hinsetzen. Naja gut, die ist jetzt nur ein Stockwerk höher, also das ist jetzt gehupft wie gesprungen. Ja, aber dass hier meine Nanny hier den apokalyptischen Zombie raushängen lässt. Schau mir die Augen, Kleines. Junge, Junge, Junge. Also schöner wirst du nicht. Ich soll, glaube ich, sollte mal das Bierbrauen anfangen, damit die schöner wird. Okay, ich würde sagen, wir setzen uns hier draußen mal mit der Spike Wall auseinander. Weil im Moment wüsste ich nämlich nichts Aktives zu machen. Genau, auf den Schreck trinke ich noch ein. Ja, so ein Verhalten habe ich bei der Nanny noch nie festgestellt, dass die hier so völlig abdreht. So. Drei Spikies. Fünf. Und dann drücken wir mal die G-Taste für Grid. Denn wir wollen ja nicht, dass das gute Stück hier snappt. Guck mal. Das ist sogar ein Stückchen ab von der Wand. Und auch nicht parallel. Kann man sich hier nicht an irgendwelchen Pikern orientieren? Ja, nein, nicht absaufen. So. Ja. Genau, ich baue das Ding einfach hier hin. So, erstmal G wie Grid. Doch da sehe ich, wann ich in der Mauer bin.
Wie sieht das jetzt aus? Viel besser und naja, parallel ist anders, aber ich lasse das erstmal so. Hauptsache, das Ding guckt nicht wieder innen durch die Wand, weil das finde ich schon wieder etwas doof. Guck, sieht doch schon viel aufgeräumter aus hier. Den hier hinten, den wollten wir ja lassen. Da kann man ja mal eine Jacke dran aufhängen. Das hatten wir ja mal so toleriert. Ja, dann lass mich noch mal so 3 bis 10 Spike Walls bauen, die wir dann da setzen. Komm, Spikey. Gib mir mal so, was habe ich gesagt? Gib mir mal 6 Stück. Wir wollen nicht übertreiben. Zack, rein hier. Wenn ich das nicht da snappen will, was mache ich dann? Dann gehe ich einen Schritt zurück, so. Und schwimme eine Runde durch den Teich. Mann, nicht gleich absaufen hier. Leider. Oh, warte doch, ich kann. Nee, kann ich nicht. Das ist tolerierbar, denke ich mal. Was ich noch mal machen könnte, ein böser Dodo, das ist das Rohr hier unsichtbar machen. Hide connected pipes. Und hide connected pipes. Eigentlich war das immer, wenn man die Dinger versteckt, also hide, dass sie dann auch entspannt unsichtbar wurden. Ja, trink noch was. Hier habe ich ja auch noch ein so ein Ding gesetzt. Nein, nicht über die Kante springen. Hupf. Ja, das sieht nicht aus, als ob ich den hier setzen könnte. Höchstens so. Ja, ist tolerierbar, würde ich sagen. Ja, aber wenn ich das jetzt so setze, sind die wieder so dicht an der Wand. Nö, die sind gar nicht mal so schlecht.
jetzt durch. Ja, hier wieder was zum Wäsche aufhängen. Aber ganz ehrlich, damit kann ich leben. Okay. Gut, dann würde ich sagen, dann gehe ich jetzt mal in der Terrybox gucken, ob sich da jetzt mal was getan hat. Persönlich glaube ich es nicht, aber ich wüsste auch nicht, wie die funktionieren soll. Ne, ich muss doch hier unten hin. Hallo? Wie aktiviert man dich? Automatically pull resources from Terrazino. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das da draußen ein Terrazinosaurier ist. Der noch Keratin und Stroh an Bord hat. Gut, muss ich auch nicht verstehen. Ist aber auch nicht schlimm so. Ich lese bei Zeiten mal in der Mod nach, was es damit auf sich hat, wie man die aktiviert, ob die Strom braucht oder irgendwie andere Treibmittel. Aber automatisches Pullen, weiß ich nicht, so schlecht ist mein Englisch nicht. So, gib mir mal was zu essen. Was liegt denn noch als nächstes an, wenn ich leveln kann? Zack. Scroll mal runter. Scharfschützengewehr. Wenn ich jetzt schon den kleinen Wyvern hätte, dann könnte man noch mal einen Ausflug machen. Da hinten, wo dieser... Ja, nicht der Giganotosaurier, sondern... dieser andere da rumgeflitzt ist. Hier wollte ich noch was bauen. Der auch so ziemlich gefährlich aussah. Den habe ich ja nicht wieder gefunden nachher. Komme ich hier jetzt eigentlich hoch? Nur hier rüber, ne? Sollte mir tatsächlich einen Fahrstuhl bauen. Jetzt dachte ich mir, dass du noch so viel im Inventar hast. Null Pfeile mit. Ah, ist egal. So. So, wir porten uns nochmal zur Wyvern-Schlucht. Hier ist es schön frisch. Am Drehen, am Kreise drehen. So, aber ich habe vor, da hinten mal in diese Highland-Welt zu fliegen. Daneben gehüpft, ne? So ein Pech.
Witz, wie man Level 33 und leicht angeschlagen. Was ist dem denn widerfahren? Ich weiß nicht. Gibt's da noch schlechtes Wetter? Willkommen in der Highland-Welt. Die Ecke ist ja auch nicht so schlecht hier. Ein kleiner Wasserfall und ein Rudel Allosaurier. Also irgendwie gibt es hier Pteranodon satt. So, dank des Regens habe ich schon mal keinen Durst. Dann fliegen wir mal ein Stückchen weiter. Das letzte Mal, dass ich den Giga gesehen habe, das war ja, ich sag mal, ein gutes Stück von hier. Ich denke, wir werden uns mal zu dem kleinen Leuchtturm da hinten durchkämpfen. Da ist der Giga. Da ist ein zweiter Giga. Aber euch suche ich gar nicht. Was brauchte man denn, um Giga zu zähmen? Spezielles Kibbel. Also im Prinzip muss man den nur einmal umschubsen und dann hat man ihn. So. 12.000 Topor. Vielleicht zähmen wir uns mal einen Giga. Ich weiß bloß nicht, wohin damit. Und weswegen. Also ich meine, was kann der, was so toll ist? Außer Schaden machen. Es regnet, es regnet. So, da unten ist das Rudel Allosaurier. Ich wusste nicht mehr, habe ich die damals nicht runtergelockt? Megasaurier hier, diesen Riesen. Nein, nicht du. Glaube, der war hier ein Stück weiter runter. Da hatte ich den zumindest in Erinnerung. Ich müsste ihm sonst mal die ältere Folge angucken.
Dinosaurier. Eine total süße Ecke hier, aber wenn er so ein Viehzeug rumrennt, dann ist man nicht gerade sehr willkommen hier in der Ecke. Ich verstecke mich mal hinterm Baum. Dieses gigantische Tier. Es kann natürlich sein, dass der despawned ist und durch einen anderen ersetzt wurde. Schön hier. Wenn da nicht das andere Viehzeug wäre. Legt sich der mit den Terizinus erinnert mit den Dilophus an. Gut, das Wetter wird besser. Aber ich sehe hier nicht diesen tollen Saurier, wo der geblieben ist. Na gut, na gut, na gut. Wir fliegen ein Stück weiter. Hochgefährliche Dodos sehe ich hier. Da ist ein Bronto. Brontos bräuchten zwei spezielle Kibbel, um gezähmt zu werden. Andererseits fragt man sich dann auch, wozu? Also wozu einen Bronto zähmen? Fische, ein Teich voller Fische. Ja, hier gibt es, glaube ich, die Höhle unter Wasser, wenn ich mich nicht irre. Auch eine beliebte Base-Plattform hier, dann wird auch gern gesiedelt. Zu verteidigen. Ist aber nicht meins. Ich bin nicht so ein Höhlentier. Ja, wo der Riesensaurier wohl sich hin verschwunden hat, irgendwie, ich gehe mal wirklich davon aus, dass der despawned ist und dass der nun durch die beiden Gigas ersetzt wurde. Och, ich habe keine Kraft mehr. Naja, hier ist es nicht so gefährlich, wie es mir scheint. Dann erhole ich mal. Habe ich überhaupt rohes Fleisch im Inventar? Ja, ich hatte, ne? Ich hatte sogar ordentlich.
Nein, nicht ich, sondern der Vogel. Ach, satt. Das hier ist auch eine total hübsche Ecke, wie ich finde. Ich mag so diese kleinen idyllischen Plätzchen. Aber eben auch nur dann, wenn mir nicht ein Giga durch den Vorgarten tobt. Und das kann hier leider passieren. Es sei denn, man zieht die Gigas da hinten zum Wasser runter. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Ein paar Minuten sind noch da. Ich kann mal Giga ärgern. Weiter geht's. Vielleicht sollte ich dem Adler ein bisschen mehr Ausdauer verpassen. Weiß, dass der Giga sich hier rumgetummelt hat. Also, wir hatten sogar zwei. Da ist der eine. Der steht da auch gerade so schön. Ich glaube, bleib du mal da. Du bist doch schon wieder auf die Pferdchen da scharf, ne? Komm mal her, mein Kleiner. Ja, 250 Schaden, das ist nicht ohne. Ja, komm. Na, komm her hier. Hat aber Reichweite, ne? Der ist schnell, der ist richtig schnell. Nur fliegen kann er nicht. Siehst du, Giga? Ja, jetzt bist du sauer auf mich. Wenn du fliegen könntest, ne?
Schönere Aggro-Range hat das Tier. Achtzigtausend, 12.000 Topor. Ich fliege erstmal davon. Oh, ist hier ein Strahl runtergegangen. Was kann der? Bauplan für eine bessere Pike. Eine, wie ich sie habe. Ich könnte so eine nachbauen. Ja, ich nehme die mal mit. So, was habe ich hier? Bauplan? Kann raus. Ja, ich würde sagen, wir porten uns mal nach Hause. Und dann, ja, überlege ich mir noch eine Aufgabe für morgen. Ja, Mau. Hast du gemerkt, dass die Sendung jetzt zu Ende ist, ne? Komm, lass uns noch schnell das Ding hier anhitschen. Kleines Flauschtier. Und dann, zack, 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 rennen wir einmal da unten rein. Ja, und ich würde sagen, wer Lust hat, schaltet nächstes Mal wieder ein. Ich hoffe mal, eine etwas interessantere Episode liefern zu können. Und such mir nochmal eine Aufgabe raus, was wir in Zukunft hier machen wollen. Wenn es euch gefallen hat oder wenn ihr Anregungen und Ideen habt, lasst mir ein Like da oder vor allem einen Kommentar. Vielleicht inspiriert ihr mich ja mal zu einer schönen Aufgabe. Das kriegen wir schon hin. Ansonsten bis demnächst.